Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Die meisten von uns, die mit Outlook arbeiten, arbeiten auch mit einem Exchange-Server und haben diesen Namen meistens auch schon gehört. Doch was ist der Exchange-Server und was tut er zum Beispiel beim Versenden von Nachrichten? Das wollen wir uns heute genauer anschauen. Ob ihr mit einem Exchange-Server verbunden seid oder nicht, das seht ihr hier rechts unten. Bei mir steht da verbunden mit Exchange und alle Ordner sind auf dem neuesten Stand. Jeder Benutzer hat auf dem Exchange-Server ein Postfach. Das Postfach wird repräsentiert durch den Namen, also durch die E-Mail-Adresse des Benutzers. Und wenn ich jetzt zu meinem Postamt gehe und in meinem Postfach meine E-Mails nachschaue, dann ist das, wie wenn ich hier auf den Posteingang klicke, nur eben etwas schneller, als das beim gelben Postamt der Fall wäre. Ich habe nun die Verbindung zum Exchange-Server unterbrochen, weil wir dann besser sehen können, wie der Ablauf beim Briefschreiben ist. Und das siehst du hier unten, dass die Verbindung zum Exchange-Server jetzt getrennt ist und dass der Ordner im Moment nicht aktualisiert ist. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man mit dem Notebook unterwegs ist und keine Verbindung ins Netz hat oder auch wenn mal die Netzwerkverbindung ausfällt. Wenn du jetzt eine E-Mail schreibst und das Telefon läutet, dann könnte es sein, dass du diese E-Mail nicht weiterschreiben kannst, es unterbrechen musst. Und wenn du jetzt einen Brief auf dem Schreibtisch schreiben würdest, dann würdest du den irgendwo hinlegen. Vielleicht hast du einen definierten Platz. Hier ist es so, wenn du die E-Mail schließt und dann speicherst, dann wird die E-Mail abgelegt in einem Bereich, der heißt Entwürfe. Das siehst du auch hier. Unter Entwürfe liegt jetzt diese E-Mail. Und aus den Entwürfen kannst du die E-Mail wieder aufmachen, kannst dann deinen Text fertig schreiben. Und wenn du fertig bist, klickst du auf Senden. Damit landet die E-Mail jetzt im Postausgang. Das heißt, du würdest sie vielleicht am Schreibtisch in einen Postauslauf legen. Hier geht sie in den Postausgang. Und du siehst jetzt, es gibt hier zwei Mails. Die eine, das ist die, die ich gerade verschickt habe. Und das andere ist eine E-Mail, die ich vorher schon mal verschickt hatte. Und du siehst, hier sieht das Symbol anders aus. Das heißt, diese E-Mail, die ist zum Versand vorbereitet und was hier passiert ist, ist, die konnte nicht verschickt werden, war auch zum Versand vorbereitet, so wie die andere. Und dann habe ich sie nochmal aufgemacht und habe sie einfach wieder geschlossen, ohne nochmal auf Senden zu klicken. Und das heißt, diese E-Mail wird nachher, wenn wir wieder Verbindung haben zum Exchange-Server, nicht verschickt und diese wird verschickt. Und ich zeige dir dann, wie du diese hier auch verschicken kannst. Ich habe die Netzwerkverbindung jetzt wieder aktiviert. Du siehst es hier unten, verbunden mit Microsoft Exchange. Alle Ordner sind auf dem neuesten Stand. Und jetzt wird die E-Mail, zumindest die erste hier, automatisch versandt. Das ist wie wenn ich jetzt die Post aus dem Postauslauf zum Postamt bringe. Und dafür gibt es auch eine Standardeinstellung in Outlook. Die findest du unter Datei Optionen und dort unter Erweitert. Und wenn wir etwas nach unten blättern, dann gibt es hier Senden und Empfangen, bei bestehender Verbindung sofort senden. Wenn das zu langsam geht, dann könnte man das auch beschleunigen hier oben. Ich habe da jetzt nicht drauf geklickt, aber du hast gesehen, die erste E-Mail ist automatisch verschickt worden. Und die zweite, die wird jetzt nicht verschickt, weil sie eben noch in Bearbeitung ist. Und um sie jetzt zu verschicken, mache ich sie auf, klicke auf Senden und du siehst, sie wird auch verschickt. Also das könnte mal ein Grund sein, warum eine E-Mail im Postausgang hängen bleibt. Nach dem Versand ist die E-Mail dann aus dem Postausgang draußen und eine Kopie der E-Mail ist unter den gesendeten Elementen. Du siehst hier die erste und die zweite E-Mail, das sind die, die wir gerade verschickt haben. Und man könnte die jetzt zum Beispiel von hier auch erneut verschicken, wenn man das möchte. Dazu gibt es auch einen Quick-Tipp hier auf dem Kanal. Dadurch, dass das Postfach auf dem Server liegt und nicht auf deinem Rechner, ist es auch möglich, dass andere im Vertretungsfall Zugriff auf dein Postfach bekommen. Wie du nachschaust, ob im Moment jemand Zugriff auf dein Postfach hat, habe ich in einem extra Video beschrieben. Normalerweise hat niemand anders auf dein Postfach Zugriff, außer natürlich der Hausmeister in Notfällen, also der Administrator. Aber der darf das dann natürlich auch nur mit berechtigtem Grund und mit entsprechendem Nachweis. Die Einstellungen für den Exchange-Server findest du unter Datei, Kontoeinstellungen, Kontoeinstellungen.
Und du siehst hier, dieses Postfach ist ein Exchange Server Postfach. Wenn man das auswählt und auf Ändern klickt, kann man hier noch weitere Einstellungen machen, aber die zeige ich euch dann ein andermal. Ja, welche Fragen habt ihr zum Exchange Server? Schreibt mir die gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Like oder abonniert auch den Kanal. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Macht's gut, bis bald, euer Arno.